Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 19. August 2019 bei Sonnenaufgang. Und damit beginnt den Tag, geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Selbstverständlich, hier befindet sich die Sonne, immerhin ist Sonnenaufgang. Aber nicht nur Sonne steigt in Osthorizont, sondern auch Venus, etwas später Mars und etwas früher Merkur. Und das prägt natürlich unseren heutigen Tag. Gespräche führen. Bei Mars und Venus handelt es sich um Thema Liebe, Partnerschaft. Venus entfernt sich immer mehr von dieser Sonne-Venus-Konjunktion und lässt die Sonne mal alleine. Das nennt man unaspektierte Sonne, weil Sonne bildet kein anderer Aspekt. Und das hat auch eine Bedeutung, mal alleine zu sein, mit unserem Selbst auch mal beschäftigen. Wir brauchen auch die Selbstdarstellung, die Selbstbewusstsein, gerade bei diesem Löwenenergie. Und eine gewisse Zurückhaltung schadet nicht. Sonne symbolisiert auch Vater, symbolisiert auch eine männliche Person, der was zum Sagen hat. Das kann auch der Chef sein und zeigt die Haltung, schon eine machtvolle Haltung, aber mit Zurückhaltung. Das sollen wir mal so annehmen. Sonne hat auch einen Bezug zu unserem Sehen, unserem Auge. Möglich ist auch, wir wollen gerade etwas nicht sehen. Sonne steht mit unserem Herz auch in Verbindung. Immerhin astromedizinisch herrscht über unserem Herz. Mal zurückziehen, nachdenklich sein über unserem Herzensangelegenheiten. Und das ist Hobby, Berufung, Kunst, Kreativität, Sport, Reisen, aber auch Liebe, Partnerschaft. All das, was wir lieben. Aber es ist schwierig jetzt mit anderen klären. Es ist schwierig da hinschauen, sondern wir brauchen jetzt eine absolute Ruhe. Etwas mit Gelassenheit betrachten oder wir brauchen noch Zeit zum Orientieren. Mars bewegt sich schon im Jungfrau, ändert sich die Qualität bei Mars-Energie. Mars ist die Kraft und mit diesem Kraft setzen wir durch. Bei Jungfrau handelt sich um Heilung, ist eine Heilenergie. Oder etwas klären, etwas in Ordnung zu bringen. Und dafür setzen wir uns ein ganz klug und ganz überlegend. Venus bewegt sich schneller als Mars, also nähert sich zum Mars und kommt bald zum Eintreffen, einer sogenannten Konjunktion. Und das heißt, wir Frauen machen diesen Schritt oder organisieren wir das oder haben wir da einen Einfluss, dass das wirklich so kommt zum Eintreffen und so kommt etwas in Ordnung. Mond bewegt sich in den Tierkreiszeichen wieder. Das kann natürlich Veränderungen bedeuten, besonders heute. Mond steht in ein Halbsextil zum ein rückläufiger Uranus. Und Uranus wirkt auf die heutigen Mondenergie und löst Umbrüche, Veränderungen aus, unerwartete Ereignisse. Und Mond in Widder kann auch ein Neuanfang bedeuten. Mond steht in einer Verbindung zum ein rückläufigen Chiron oder Chiron. Hat auch eine Bedeutung. Chiron ist ein kleiner Planet, befindet sich zwischen Saturn und Uranus. Dazu gibt es eine Geschichte. Sein Vater ist Saturn oder Kronos. Seine Mutter ist eine hübsche junge Dame,
Saturn ist fremd gegangen und seine Ehefrau Rhea hat die beide erwischt. Saturn ist geflüchtet und diese junge Dame ist alleine geblieben, war aber schon schwanger. Das Kind ist geboren und es war ein Mischwesen, halb Mensch, halb Pferd, ein sogenannten Kentaur. Die Mutter hat ihn hässlich gefunden und verwandelte sich in einen Lindebaum. Und das Neugeborene blieb ganz alleine, ohne Vater, ohne Mutter. Dann kam Apollo, der Sonnengott, und Apollo nahm das Neugeborene zu sich und hat für seine Erziehung gesorgt. Chiron hat eine wundervolle Erziehung erhalten, wurde weise, hat die Künste beherrscht, besonders Musik, und war ein großartiger Heiler. Später wurde er verletzt mit einem giftigen Pfeil von Herkules. War zwar nicht absichtlich, aber diese körperliche Verletzung war trotzdem da. Er erlebte Schmerz, körperlich, aber auch seelisch durch seine Geburt. Und er konnte nicht sterben, weil sein Vater war Saturn, hat durch diese göttliche Abstammung die Unsterblichkeit geerbt. Er konnte aber diesen Schmerz nicht mehr ertragen und bat Zeus, den Himmelsgott, um die Sterblichkeit. Zeus sagte zu ihm, gut, dann gebe deine Unsterblichkeit an Prometheus weiter. So hat er auch getan. Und die Götter haben aus Dankbarkeit im Himmel gesetzt und herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Das ist diese halb Wesen, halb Mensch, halb Pferd. Und er ist der größte Heiler überhaupt. Im Horoskop zeigt, wo weh tut, was uns kränkt, entweder körperlich oder seelisch oder beides. Und da sollen wir hinschauen. Und heute fühlen wir das, weil Mond bildet sich ein Konjunktion zu diesem Chiron. Und dieser Kleinplanet ist gerade rückläufig. Das hat mit unserer Vergangenheit was zu tun. Und wir fühlen das auch. Zum Glück haben wir guten Einfluss. Ein sehr guter Einfluss von Uranus. Das ist diese kleine blaue Linie, ein sogenannten Halbsextil. Und von Merkur kommt auch ein guter Einfluss, ein Trigon, auch eine längere blaue Linie. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas verändern, in Ordnung bringen. Das ist schon Heilenergie und zeigt auch Veränderungen. Bei Merkur Einfluss kann auch Arzttermin sein, kann auch gute Gespräche bedeuten oder dass wir lernen etwas von dieser Situation. Chiron zeigt nicht nur das, was uns kränkt und schwächt, sondern zeigt auch Beruf und Berufung. Und es wäre jetzt möglich, jemand etwas Neues starten in einen heilerischen Beruf. Eine gute Ausgangsposition, sehr schöne Energie von Uranus, das zeigt die Veränderungen und Merkur, etwas Neues lernen oder handeln. Und die Wiederenergie natürlich ein Neuanfang. Jupiter und ein rückläufiger Saturn bildet sich auch ein Halbsextil, auch eine kleine blaue Linie. Und das ist auch Unterstützung in einer rechtlichen Lage. Jupiter zeigt die Gerechtigkeit, aber auch Ungerechtigkeiten. Und Saturn sorgt für Ordnung. Merkur nähert sich zu einer Trigonverbindung zum Jupiter. Das bedeutet eine gute Nachricht, ein guter Ausgang in einer rechtlichen Lage, das wird jetzt alles in Ordnung gebracht.
Wobei langsam nähert sich zum ein Quadrat zwischen Jupiter und ein rückläufiger Neptun. Das sind doch noch Enttäuschungen, viel noch auch vieles hat mit Erinnerungen was zu tun. Und das zeigt die Rückläufigkeit von dieser Neptun oder dass jemand versucht, uns betrügen. Und hier haben wir karmische Themen, das mal anschauen und in Ordnung bringen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.